Tja, und was Sie gleich sehen, das wird vermutlich auch recht umfangreich verpackt beim Verkauf. Lampen, die so viel kosten wie ein Auto. Also Lampen sind das natürlich nicht, sondern Lüster, so wie sie in Königsschlössern hängen. Für alle, die ein bisschen royales Feeling auch zu Hause haben möchten und die den entsprechend dicken Geldbeutel mitbringen. Wer von Wiens Flaniermeile der Kärntnerstraße das erste Mal hier eintritt, mag sich ein wenig zurückversetzt fühlen in längst vergangene Zeiten. In das imperiale Österreich mit all seinem Prunk. Doch das hier ist kein Museum. Der Lüsterhersteller Lobmeier führt hier seit fast 200 Jahren sein elegantes Geschäft. Lieferant der kaiserlichen Familie, des Staates Österreich, des Großbürgertums, der Reichen und der Neureichen. Immer noch als Familienbetrieb führt heute Andreas Rath mit seinen beiden Cousins das Wiener Traditionsgeschäft. Bereits in der 6. Generation, aber das noch immer motiviert. Eigentlich ist es für mich jeden Tag, wenn ich reingehe, eine Freude, dass wir das heute noch unseren Kunden quasi bieten können, die Möglichkeit dieser Lebensart, quasi sich selbst auch was Gutes zu tun, sich mit authentischen, ehrlichen Produkten zu umgeben, die einen selbst auch wieder aufwerten. Dieses Aufwerten lassen sich die Kunden einiges kosten. Ein großer Lüster kostet schnell mal so viel wie ein Mittelklassewagen. Dafür hält er ewig, ist handgemacht und man ist in illustrer adliger Gesellschaft. Aber nicht nur in Österreich, wir haben auch Höfe in Europa und auch im Vorderen Orient beliefert. Und natürlich aber auch Bürgerfamilien. Es funkelt, glänzt und scheint. Vom handgefertigten bunten Obstlüster bis hin zu wahren Designklassikern gibt es hier alles, was man aus Glas herstellen kann. Der Lüster Metropolitan, ein Entwurf von 1966, hängt hundertfach in der Metropolitan Opera in New York. Damals ein Geschenk Österreichs an die neu eröffnete Oper, heute noch immer ein Bestseller im Sortiment. Gefertigt wird in den alten Werkstätten, vorwiegend in Handarbeit. Das Material besorgt die Firma bei Lieferanten. Eine eigene Schmiede oder Glasfabrik zu betreiben, wäre zu teuer. Dazu reichen die Stückzahlen nicht, die Lobmeier herstellt. Die Arbeit ist aufwendig und langwierig. Das gilt für jeden Arbeitsschritt. Jährlich werden in diesen Werkstätten, in denen die Zeit scheinbar stehen geblieben ist, etwa 400 Lüster und über 40.000 Gläser in Handarbeit gefertigt. Ich freue mich in den letzten Jahren festzustellen, dass eigentlich die Wertschätzung des Handwerks immer stärker wird. Und Kunden wirklich schätzen, dass hier Menschen arbeiten, die wissen, was sie tun, die darüber nachdenken, was sie tun. Das ist in jedem Handwerksbetrieb ist das so wichtig, weil ein denkender Handwerker, der kann in jeder Sekunde quasi des Prozesses eingreifen und kann Dinge entweder zum Guten oder zum Schlechten wenden. Und ein guter Handwerker wendet sie eben zum Guten. Und das merkt man dann schon im Endprodukt. Die Kundenkartei spricht Bände. Eine handgeschriebene Monogramm- und Wappensammlung, ein Who is Who des Hochadels. E für Elisabeth, besser bekannt als Sissi, die wohl berühmteste Kaiserin der Donaumonarchie, war schon fleißige Kundin bei Lobmeier. In der Wiener Hofburg trinkt man bis heute bei Staatsbanketten stilgerecht aus Lobmeier-Gläsern. Allein die Gravur des Habsburg-Doppeladlers dauerte bis zu 2 Arbeitstage pro Glas. Im Geschäft gibt es eine eigene Museumsecke mit alten Entwürfen, die heute nur noch auf Anfrage produziert werden. Darunter Gläser, die Sissi für den deutschen Kaiser Wilhelm II. Machen ließ, als dieser sie in ihrem Schloss in Griechenland besuchte. Das Glas überzogen mit Gravuren, Initialien und Symbolen. Die sind so detailliert gearbeitet, ich denke, dass da ein Stück heute nicht unter 4.000 Euro zu machen sein wird. Geld war damals egal. Sissi bestellte gleich über 100 Stück dieser Gläser. Lobmeier schmückt aber nicht nur Adelshäuser, auch der normale Wiener darf sich an der Glaskunst erfreuen. Viele Kaffeehäuser werden durch Kristalllüster veredelt. Hier ein besonders großes Exemplar aus den 50er Jahren. Zeitlos elegant. Auch wenn die Zeit der großen Aufträge vorbei ist,
Lobmeier hat sich eine Nische gesichert als Geschäft für Leute, die bereit sind, viel Geld auszugeben für ein besonderes Stück Wiener Handwerkstradition.